So, Hallihallöchen, Handsome Peter mit Slow Motion laufendem Geralt. Geralt? Also, Wasser ist definitiv nicht die Stärke eines Hexers. Oder zumindest nicht Geralts Stärke, wie man sieht. Wir sind auf der Suche nach den letzten drei oder zwei Anschlagbrettern. Dass wir mal so alle Quests annehmen können und alle fucking Fragezeichen auf der Karte sehen. Und dann dürfen wir die alle irgendwann noch abklappern. Ich hasse mein Leben. Ja. Und dass wir schon mal alle groben Quests haben, die man hier so machen kann. Das ist so spaßig und toll. So, was haben wir denn da? Das sieht aus wie eine verlassene Stätte. Gibt es eigentlich neue Pflanzen? Nee. Okay, verlassen ist sie nicht. Immerhin gibt es hier Fürestal. Ich höre Wanderer. Ja, ja. Freya, die Olle. Ah, da hat's nochmal. Ja, jetzt komm, ich schub's euch nur ein bisschen weg. Heult nicht rum. Wie steht's? Läuft das? Wieso nicht? Sieh nur. Eisen. Ja, ja, komm, Eisenerz. Was hast du auf Lager? Ich will nur gucken, ob du irgendwas an Rezepten, Schemas oder so hast. Nee. Okay. Bis dann. Tschüss. Können wir dich ausrauben? Nee. Gut, ich will zum Anschlagbrett und bitte auch einen neuen Schnellreisepunkt hier finden. Komm, das ist eine wichtige Stadt, ein wichtiges Dorf. Okay, immerhin gibt es eine Quest hier. Was dann? Nichts dann. Und was schert es euch auch? Das ist was für einen Hexer. Sollen wir jetzt und dann fragen? Bitte sehr. Worum geht's denn? Um ein Monster. Es hat mich angegriffen. Mich und meinen Kameraden. Das Vieh schlitzt mir auf. Nein, nicht wir. Der Hexer. Okay. Warum den Hexer belästigen? Das war doch bestimmt bloß ein Wolfsrudel. Du hattest solchen Schiss, dass du Gespenster gesehen hast. Ich hol ein paar stramme Jungs und dann... Nö. Nicht nötig. Der Hexer macht das schon. Du lässt uns nicht hängen, oder? Klar, reden wir erst über meine Bezahlung. Fahrröhr, strunzdoof. Wer bist du? Okay, nee, komm, also erzähl. Gut. Worum geht es denn? Erzähl. Mein Kollege und ich waren mit einem Wagen voller Felle unterwegs nach Fürestal. Plötzlich fängt was an zu kreischen. Das Pferd geht durch und dann springen lauter Monster aus den Büschen. Mein Kollege zog den Kürzeren, den haben sie sich zuerst geschnappt. Ich bin wie durch ein Wunder entkommen. Was waren das für Monster? Nekuks, kein Zweifel. Nekuks? Was? Du weißt schon, scharfe Klauen, Tierschädel auf den Köpfen, greifen im Rudel an. Necker? Ja genau, Necker, fast 20. Also, hilfst du mir und bringst die Bastarde um? Okay. Die Straße muss passierbar sein. Geralt, so, ich habe gerade nicht zugehört. Egal, reden wir um meine Bezahlung. Du hast deine Ladung verloren, also weiß ich nicht, wie du mich bezahlen willst. Und ich arbeite nicht kostenlos. Ich habe noch was auf der hohen Kante. Bestimmt werden wir uns einig. Wie viel nimmst du denn? Oh, scheiße. Schon 311. Ein gerechter Preis. Also? Ja. Finde ich gerecht. Ich helfe dir. Herrlich. Hexer lassen einen nicht hängen. Im Gegensatz zu den Armleuchtern vom Clan Drumdond. Oder Clan Drummond. Viel Glück, Hexer. Mach's gut. Moment. Wo finde ich dich? Was? Nach dem Auftrag. Wo finde ich dich? Oh, ach so. Hier, in der Taverne hier. Da warte ich auf dich. Gut. Da bin ich mal skeptisch. Aber mal schauen. Der meistgesuchte von Skellige. Na ja, hier haben wir auf jeden Fall noch einen Schnellreisepunkt. Haha. So, dann fehlen noch ein Anschlagbrett. Da will ich aber jetzt nicht an... Ja, gut, dann nehmen wir den längeren Weg. Ich will jetzt hier echt nicht noch an der Storyline vorbei. So. Ja. Dahin plötzlich.
Plötze? Plötze. Und was Auftrag Drache. Okay. Cool, wir dürfen Drachen bekämpfen. La la la. Jetzt Plötze, komm, das ist ein bisschen Stein. Banditen Level 12. Wow. Oh, warte, das war Art. Ich wollte eigentlich so ein bisschen mehr mit Axi kämpfen. Okay. Er chillt da einfach. So. Oder? Du bist doch jetzt verzaubert. Du solltest doch jetzt auf meiner Seite kämpfen, oder wie funktioniert das? Nee, irgendwie tut das nicht. Gut, ich bin verwirrt. Kopf ab. Hä? Wertvolles Fossil? Wieso war da jetzt extra so eine kleine Unterbrechungsszene? Naja, egal. War was Schönes für auf dem Weg. Hat mir gefallen, war klasse. Jetzt geht's aber weiter. Durch den Wald, gegen Bäume. Das juckt unsere Plötze nicht. Die ist da richtig hart. Durch Kühe. Blander. Blandare. Dann bland irgendwas. Die Kühe dürfen hier in dieser Pampe grasen. Das ist ja echt grausam. Blander. Was? Nochmal eine Quest. Alles klar. Einen Auftrag? Vielleicht. Wenn du mit mir zusammenarbeitest. Ich arbeite eigentlich alleine. Diesmal würdest du für eine Ausnahme sogar zahlen. Du hast nicht immer die Gelegenheit, mit dem berühmtesten Kopfgeldjäger nördlich der Yaruga zu arbeiten. Jenge Fred höchstpersönlich. Jenge Fred. Okay. So. Red weiter. Und wozu braucht der berühmte Jenge Fred einen Hexer? Du bist doch ein weitgereister Mann. Bist du vielleicht schon mal den Großbartbrüdern begegnet? Die jagst du? Ja. Sie sind echte Bösewichte. Drei sind es. Und jeder hat ein gerüttelt Maß Morde und Vergewaltigungen auf dem Kerbholz. Sogar Gräber rauben sie neuerdings aus. Man kann sie gut an ihren gelben Mützen erkennen. Wenn die Leute drei gelbe Mützen sehen, fliehen sie in die Häuser. Was natürlich nicht viel nützt, weil die Brüder auch gerne Brand stiften. Nein, die habe ich nicht getroffen. Wenn doch, dann sei vorsichtig. Die stecken dir schnell ein Messer in den Bauch. Und sei es zur Begrüßung. Das würden sie kaum bei einem Hexer versuchen. Bei denen kann man nie wissen. Also, ich breche bald nach Süden auf. Da habe ich noch nicht gesucht. Leb wohl. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Okay, die Geschichten der Großbartbrüder. Oh, okay. So, da war noch mal ein Händler. Heute könnte dein Glück sein. Ja, ja. Der. Hast du Stuff? Nee, du hast wieder das. 70 Kapazität, ja, haben wir. Wie viel gibst du? Du gibst auch nur eine Münze für den ganzen Scheiß. Na gut, ich will den Scheiß mal loswerden. Was ist das denn? Himbeeren. So ein bisschen, weil wir haben echt viel von den ganzen verzehrbaren Sachen. Das brauchen wir eigentlich alles nicht. Wir brauchen unsere fett vielen Wasserflaschen und das war's. Ach cool, wir haben ein Ei. Toll. Das ist halt alles dasselbe, ne? Nee, gegrilltes Hühnerbrötchen halt ein bisschen mehr. Okay, schon besser. Warum nimmt er das Hühnerbein nicht? Der nimmt alles außer das Hühnerbein. Gut, voll rassistisch gegenüber Hühnern. Vielen Dank. Wow. Ich werde Priesterin. So, letztes Anschlagbrett. Ich will keinen stinkenden Mann. Es sind so viele. 139 Fragezeichen. Scheiß die Wand an. Ich drück gar nichts. Ich drück gar nichts. Was? Dann werden Sie eine Überraschung erleben. Nochmal. Jetzt. So, jetzt hätte ich gerne einmal auf der Fährte. Geh nach Farö. Farö. Gott, ich hab's mit Aussprache einfach nur nicht. Farö. Farö. Also hier sind die Hinterwäldler. Frö,
Frisches Fleisch. Dann gucken wir uns das Ganze mal hier an. Freunde der Yards, Retter gewöhnlicher Leute. Hallo. Finde Hammond. Alter, das ist so eine scheiß uralte Quest. Ich weiß nicht mal, ob es hier Fragezeichen auf Farö gibt. Ah ja, so ein paar. Hier links wäre eins. Komm, wir machen ein paar Fragezeichen auf dem Weg. Kann man ja schon mal eine Insel, eine von den 18 Inseln abschließen. Größtenteils. Vielleicht bis auf die Schatzsuchen. So, sollte... Ja. Oh nö, eine Quest gibt's da... Oh nö, und wir rutschen. Scheiß Eis, ey. Gut, das ist anscheinend in der Höhle drin. Oh. Was macht ihr denn hier? Dich habe ich hier noch nicht gesehen. Wie heißt du? Geralt von Riva. Moin. Ich bin Jutta Andimun. Mich konnte noch kein Mann im Kampf bezwingen. Moin. Kämpfst du gegen mich? Gegen dich? Ich habe die berühmtesten Krieger Faröes besiegt. So ehrwürdige Männer, dass ich ihre Namen nicht zu nennen wage. Und wer ist Geralt von Riva? Du hast sie besiegt, aber wagst trotzdem jemand, nicht ihre Namen auszusprechen? Vielleicht bist du meine Zeit nicht wert. Hast du große Taten vollbracht? Ich glaube nicht, dass ich von denen gehört habe. Ich bin Hexer, komm, das ist eine Qualität an sich. Du? Wenn ich gegen einen Hexer kämpfen soll, könnte ich ein passendes Schwert gebrauchen. Am Grunde des Meeres, nicht weit vom Strand, ruht das Wrack vom Langschiff des gehörnten Hoskuls. Und in diesem Wrack liegt Hoskuls Schwert, das der Legende nach unzerstörbar ist. Bring es mir, dann kämpfe ich gegen dich. Gut, ja. Ich versuch's. Wir sehen uns bald. Wir sollen dir jetzt ein Schwert bringen, mit dem du uns bekämpfst. Aha. Leb wohl. Eiserne Jungsfrau. Oh, pardon. Ich wollte mich nicht Art einsetzen. So, wir sollen ihr jetzt echt ein Schwert... Alter. Ist das dreist. So, wie sieht es bei dem Fragezeichen aus? Das ist ein Monsterlager in der Höhle. Das ist nur die Frage, wo dieser Eingang ist. Ah, okay. Hab ihn. Huhu. Ja, nimm, was da drin ist. So. Muss ich hier Art machen? Ah, okay. Das war irgendwie nicht das Monsterlager, was ich gesucht habe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, hier kann man auch die Wanze... Aha. Gutes Gefühl, bloß leider war hier nur Scheiße. So, das war nicht die Höhle, die ich... Die... Doch! Hä, wo waren da jetzt Monster? Ich bin planlos. Naja. Suchen wir Hammond. Mann, ist das schön hier. Inselabenteuer. Was ist das denn für ein netter, cooler Stein? Mono... Oh! Hey, guck mal, es gibt auch noch Riesen. Zyklopen. Wow. Ich habe sogar ehrlich gesagt so in Erwartung gehabt, als die Riesen gesagt haben, dass ich da an den Zyklopen denken musste. Ich weiß nicht, ob ich es laut ausgesprochen habe. Da vor zwei Parts. Cool. Also ich muss echt an Zyklopen irgendwie denken. Ich weiß nicht warum. Weil ich letztens irgendwas von der Odyssee gehört habe. Das war ja die Geschichte mit den Zyklopen. So, was geht bei euch? Hi. Lasst ihn durch. Das kostet euch doch nichts. Möglich. Aber wir haben auch nichts davon. Außerdem, was geht's dich an? Bist du sein Kindermädchen oder was? Mhm. Komm, lass ihn los. Nein, ich bin jemand, der Waffen hat und weiß, wie man sie benutzt. Hört ihr, Jungs? Der droht uns. Mal sehen, ob seine Schwerter so scharf sind wie seine Zunge. Ich bemerke gerade, hier sind ziemlich viele Triskelen. Das sind diese Zeichen hier mit diesen drei Kreisen halt.
Weil Tri, 3, Gelen, weiß nicht, sind diese Windböen hier. So. Achso. Danke, Vater. Ich werde am Ende meiner Wallfahrt für dich beten. Nette Geste, danke. Wohin geht denn deine Wallfahrt? Zu den vier Gesichtern des Hemdal. Errichtet zu Ehren unseres großen Helden. Gut. Erzähl mir von Hemdal. Ich habe die Legenden von Hemdal gehört. Ein großer Krieger und erster Vater der Inseln. Oh ja, und vor der Ankunft des Tedereat des letzten Zeitalters wird er zurückkehren, unter uns wandeln und den bösen Kräften, Dämonen und Geistern des Chaos entgegentreten. Der goldene Hahn Kambi wird Hemdal vor der Ankunft der Nagel verwarnen, die eine Armee der Finsternis bringt. Eine Schlacht wird entbrennen, Ragnarok. Und Hemdal wird sich mit den Mächten der Dunkelheit messen. Hoffen wir, dass er es schafft. Es wird keinen Unterschied machen. Die Prophezeiung ist klar. Nach Ragnarok endet die Welt. Prophezeiungen können in dieser Hinsicht tückisch sein. Und es gibt kein Ende, das nicht auch ein Anfang ist. Hoffen wir, dass du recht hast, Wanderer. Hoffen wir es. Jo, ich hoffe auch immer, dass ich recht habe. So, gut, dann will ich sagen, huch, im nächsten Part geht's hier weiter. Dann gehen wir aber wirklich hier zu Hammond. Ne? So doppelt markiert. Man hat hier wirklich nur 4 Fragezeichen auf der Insel. Aber dafür, dass hier hinten noch was ist. Naja. Das sehen wir dann. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.